Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Flächenverteilung ist eine der zentralen Aufgaben und Herausforderungen, denen wir uns hierinnen im Haus zu stellen haben und die kommunalpolitische Herausforderungen schlechthin sein. Das geht über den Straßenraum, aber auch über die Freiraumgestaltung, wie jetzt schon zum Teil angesprochen worden ist, aber auch über Themen wie Bauland, aber darüber vielleicht bei anderer Gelegenheit mehr. Sowas wie die Verteilung von Flächen in dieser Stadt hat auch immer mit einer Veränderung des Lebensumfeldes zu tun. Es ändert sich im unmittelbaren Wahrnehmen der jeweiligen Anrainerinnen und Anrainer etwas in dem, wo sie leben. Plötzlich kann ich mit dem Auto da nicht mehr durchfahren. Plötzlich ändert sich da was in meinem Umfeld. Diese Sachen sind sehr, sehr heikle Sachen, wo es darum geht, die Leute vor Ort mitzunehmen, die Leute vor Ort einzubinden, die Bedenken aufzunehmen, die Bedenken mitzunehmen und dann aber auch, und dazu stehen wir auch, konsequent das, was dann auch politisch beschlossen wird, umzusetzen. Die Richtschnur, die sich die Stadtregierung in diesem Haus gegeben hat, lautet laut dem Arbeitsübereinkommen, wir haben eine klare Prioritätenliste, wie wir im Verkehr die Prioritäten in dieser Stadt sehen. Ganz oben stehen die Fußgängerinnen, dann kommt der öffentliche Personennahverkehr, dann die Radfahrerinnen und dann der weitere motorisierte Individualverkehr. Weitere und zahlreiche Beispiele zeigen dann, dass wir uns auch an dieser Richtschnur konsequent orientieren müssen. Wir haben auch Beispiele, wo wir sagen, man könnte diese Prioritäten auch ein bisschen besser, klarer hervorstreichen. Der Kollege Buchacher wird da vielleicht noch was zur Dr. Stumpfstraße ausführen, wo wir das Problem sehen, dass ein Bus, der einen zentralen Stadtteil im Westen der Stadt erschließt, dann hinter drei Radeln hinterherfahren muss. Da, glaube ich, muss es bessere Lösungen im Straßenraum geben. Wir sehen den Straßenraum und die Thematik Verteilung von Raum in unserer Stadt aber nicht nur auf den Verkehr konzentriert, sondern es geht auch um Freiflächen, um Plätze zum Verweilen, um Plätze im Freien. Vor allem in dieser Corona-Zeit ist es wichtig, dass die Leute im Freien Plätze haben, weil wir wissen, dass dort die Ansteckungsrisiken wesentlich minimierter sein. Wir sehen aber auch, und da müssen wir uns selber, glaube ich, alle an der Nase nehmen, dass wenn man bestimmten Personengruppen in dieser Stadt, vor allem Jugendliche, aber auch andere Gruppen, die Freiräume brauchen in dieser Stadt, diesen Freiraum nicht gibt, wir uns nicht wundern dürfen, dass sie sich dann irgendwo den Freiraum nehmen. Weil dann, wenn in der Silschlucht eine Riesenpartidee nicht gutheißen dieser Form passiert oder wenn sich's an der Innenpromenade drängt, dann stehen alle da und verurteilen diese Vorgänge. Aber wir müssen aber auch daran denken, dass die Jugendlichen, aber auch andere Gruppen in unserer Stadt die Räume brauchen, um in dieser Stadt verweilen zu können und auch einfach mal sein zu können. Ganz ohne Konsumzwang, ganz ohne Einschränkungen. Diese Plätze zum Verweilen, aber auch eine faire Aufteilung in unserem Straßenbild werden die zentralen Herausforderungen in die nächsten Monate. Ich glaube, dass da auch eben wichtige Ansätze versteckt sind, wie Kolleginnen und Kollegen vor mir schon gesagt haben, in der Bewältigung des Stadtklimas, aber auch im Ansatz der Klimakrise und den Maßnahmen dagegen im Gesamten. Die Stadt muss sich verändern, der Raum muss solidarisch geteilt werden, von Bauland über Verkehrsflächen bis hin zu den Freiräumen, die wir haben. Und da hilft uns helfen uns irgendwelche Pop-up-Aktionen, wo man versucht, schnell Pflöcke einzuschlagen und auch keine heroische Verteidigung eines jeden Parkplatzes, vor allem von den Leuten, die selber mit ihren Oldtimer 10 Parkplätze besetzen. Es braucht in diesem Haus eine frühzeitige Einbindung der Leute. Ich möchte da positiv erwähnen, die letzten Gespräche der Frau Vizebürgermeisterin in St. Nikolaus. Ich habe das genauso wie skizziert von der Frau Vizebürgermeisterin wahrgenommen. Es sind ein Drittel ungefähr dort dafür. Es sind ein Drittel, die sagen, das kann ich mir vorstellen, wenn man das gescheit macht. Und es ist ein Drittel, die sagen, konsequent dagegen. Ich glaube, wenn man dort frühzeitiger reingegangen wäre und die Leute an den Tisch geholt hätte, dann hätte man sich viel Ärger dort erspart. Ich glaube, es ist nicht zu spät, das für viele andere Projekte gut umzusetzen und wir werden da auf jeden Fall von Seiten der SPÖ immer dabei sein. Danke sehr.